So, willkommen zurück zur zweiten Serie des dritten Online-Bundesliga-Spieltages. Ich zeige euch nochmal, das Ergebnis der ersten Serie war sehr positiv, 3800 Punkte und damit 3 zu 0 Punkte. So, und die zweite Serie ist schon vorbereitet, das Excel-Sheet. Und sobald es losgeht, melde ich mich zurück. Bis gleich. So, das Gut-Platz-Signal von Steffi wurde gegeben, deswegen denke ich mal, sollte es jetzt gleich losgehen. So ist es, wir sind wieder auf Platz 1 gegen Wiesemann und Zenz. Dann schauen wir mal. Das ist gar nicht, das ist vielleicht nochmal relevant. Wäre natürlich gut, wenn wir nämlich schön Ecken weiter hinter uns lassen. Deswegen will ich mal gucken jetzt, wer welche Mannschaft ist. Okay, Zenz ist schön Ecken. Also diesmal schön Ecken. Links ist eigentlich wahrscheinlich auch na, logisch, dass es so war. Jo, dann geht's mal los. Was los? Wurde noch nicht gereizt hier? Doch, 18 wurde schon gesagt. Nur 7 Trümpfe, ne? Naja, wir reizen den mal durch jetzt am Anfang noch. Bis 27. Mehr muss ja nicht sein. Heißt denn das Ding? Rang, könnte ich mir vorstellen, aber es ist in Mittelhand, deswegen vielleicht doch nur das günstigere Farbspiel. Pik nämlich. Alles Pik. Jetzt schön Herz raus, wäre gut gewesen. Leider nein. Seven Trumps. Und Kreuz Ass zu dritt. Dann kann auch aufdecken. Nächstes Mal. Oh, hat er noch ein Herz drin gelassen? Er musste ja. Wenn er ein Herz drin lassen musste, dann ist klar. Was sehen meine müden Augen? Das ist ja ein Grande aus der Hand. Schneider kann man mutigerweise auch ansagen, aber wenn der verloren geht, dann töten mich meine Mannschaftskameraden. Deswegen machen wir das mal nicht. Im besten Fall ist es sogar ein Grand Ouvert mit Kreuz Ass im Skat, aber das wissen wir noch nicht. Vielleicht kann man. Ah ne, erst Kreuz 10 finde ich nicht so gut. Oh, mit 4 ist er auf jeden Fall schon mal. Und es ist ein Grand Ouvert mit 4. Tatsächlich Herz, Junge, Kreuz, Ass im Stock. Das hat sich gelohnt. Grand Ouvert nicht erkannt. Ja. Das ist nix. Lange ein bisschen überlegt, ob er mit dem Ass rausnimmt.
30. Da hätte ich doch mit der Lusche stechen müssen. Schade. Trumpfstich dadurch verkackt. Na, ja, können wir natürlich nicht mehr gewinnen. Schade, wenn ich mit der Lusche steche, dann gewinnen wir es, glaube ich, sogar 35 und dann noch zwei Ladungen von da und zwei Trumpfstiche. Das war extrem unglücklich. Vielleicht spielt er jetzt Trumpf nochmal. Warum geht das jetzt Ass rein? Keinen großen Unterschied. Ja, schade, doch mit der Trumpf. Ich habe nun extra mit dem Jungen gestochen, weil ich dachte, er kommt immer zum Trumpfzug, bevor wir rankommen, dass er tatsächlich pikfrei ist. Natürlich heftig. Das ist natürlich heftig. Das, ich glaube. Er hatte nur noch einen vollen jetzt am Ende, ne? Den weiß ich gar nicht, ob wir gewinnen. 35, 46. Ich glaube, dann bleiben wir vielleicht auch hängen auf den Paar 50. Neunundzwanzig. Den von oben. Jetzt muss er doch noch einen Pik vollen haben, oder? Ja. Er muss doch nur erst den Jungen spielen, dann gewinnt er doch, oder? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich habe jetzt noch zwei Trümpfe vielleicht. Na gut, soll mir recht sein. Wenn ein Jungen spielt, muss ich ja antreten, Pik, und dann kann er auf die Zoss. Der dann wohl gewinnen können. Naja, dafür hat er jetzt einen Gang. Okay. Schneider. Still geschneidert. Der Alte und drei Asse in Vorhand kann man schon als Krang-Ansatz bezeichnen. Passe, passe, geht's rein. Ja, nichts drin. Sieben zum Krang ist zu verwegen, glaube ich. Fehlt uns ein voller. Kein schönes Spiel. So müssen wir ein Kreuz spielen und hoffen, dass wir ein. Vielleicht drücken wir doch lieber so. Dass wir jetzt den Herzvollen stechen können. Aber wird so oder so ein schweres Spiel. Hat das Ass noch geschont. 14. Sieht nicht so aus.
Denk mal, er wird die zwei Herz jetzt hier haben, ne? Dann droht der Überstich. Jetzt haben wir mit dem alten Stechen, 26, dann kommen wir auch nicht hin. Wir müssen hoffen, dass er noch ein Herz mit hat. Hat er leider nicht. 32. Ja. Dann können wir nicht gewinnen, auch wenn wir hier noch die 10 kriegen. Ja, wenn wir die 10 festhalten, vielleicht ist es doch besser. Überstich war schon sehr wahrscheinlich. Dann Trumpf raus und dann vielleicht hoffen, dass er einen leeren Trumpfzug macht oder so. Kann man vielleicht machen, ne? Eigentlich war es klar, sonst hätte er ja von der 10, einfach bestellten 10 aufgeschlagen. Das machen, glaube ich, die wenigsten. Vielleicht doch mit dem alten Festhalten Trumpf raus und dann gucken, dass wir noch eine 10 uns steigern. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Gut, hinterher ist man aber auch immer schlauer. So, das sieht nach einem Dreifachgang hier aus. Ja, noch ein Herzstecher. Den brauchen wir nicht auszuspielen. Ja, bei meinem Verlustspiel, das Problem ist nur drei Augen gedrückt. So, jetzt stehen wir auf 14. Wenn wir jetzt die 10 stechen, sie stehen wir auf 26. Den beiden Assen auf 48. Das heißt, wir brauchen immer noch eine 10. Die ganzen Bilder reichen nicht, ne? 48, 55. Ja, theoretisch reichen auch 4 Bilder, ja. Ist trotzdem der leichtere Weg wahrscheinlich zum Sieg, an den Sieg zu kommen. Das war nicht gut vorgetragen. Oder hätte ich besser vortragen können. Kreuz vom Stechen und dann. Okay, vielleicht geht hier ja was. Da fällt kein Karo Bube leider. Ist ein Sechstrümpfer. Ah, nicht viel Hoffnung. So, Marco trägt, glaube ich, seine ersten Ergebnisse hier ein. Ich trage diesmal auch erst bei Spiel 18 ein, glaube ich. Bin ich schon wie gerade bei Spiel 12. Pik 20 gereizt. Mach trotzdem Karo auf, nicht Herz. Wir wechseln mal, glaube ich, die Farbe.
Leider frei. Ja, leider keine Karte. Der riesige Grange Hand und dann das Spiel vermeintlich selbst verloren. Wobei, Fandus hat nach Spiel 11, dann trage ich auch noch 12 ein. Oh, Thomas minus 42, das sieht man nicht so gern. Aber ist ja noch Zeit. Das sind alles Bretter. Wie wär's mal mit dem Brett für mich? 2 zu drücken zum Nullover. Ich glaube, wir reizen mal 0 mit der Karte. Bin leider auch nicht dran. Ja, raus und gewonnen. Das sind alles keine Kopfnüsse. Was habe ich gesagt? Links ist Schönecken. Na, zumindest ist Schönecken nicht so weit weg. Weil bei den anderen Tischen. Na, ich zeige euch gleich mal, wie es steht. Eins eingetragen hat. Peak. Aber wir spielen trotzdem auf einer Dreierlänge hier. Ah, das war gut. Das war gut. Schuss direkt gefunden. Können wir mal nicht nachschießen, den Blanken vielleicht nachspielen, ne? Vielleicht hat er noch eine Trumpflusche, möglich wär's. Er hat er nicht. Habe ich vergessen, leider. Was ist mit Herz, mit meiner Herzlusche gewesen? Oh je. Was war mit meiner Herzlusche jetzt? Hatte ich ja eine blank. Hat er Herz ausgespielt, ne? Okay. Richtig erinnert, dann sollten wir es wohl gewinnen. Gut, dann kann ich auch mal eintragen. 224, 160 und 592 bei 12. So, dann zeige ich euch mal, wie es steht. Aktuell sind wir gerade so Erster noch. Okay. Aber knapp, alle knapp. Alle knapp.
Ja, da sei ja auch keine 18 mit. Da liegt ein Ass drin, dann kann man vielleicht was kriegen. Diesmal wieder angepasst. Doppelpasse an den Chipleader. Ja, Trumpf vergessen, 11 Augen mehr machen auch den Kohl nicht fett. Ja. Wir könnten vielleicht 0 halten noch. Zur Not 0 spielen. Oh ja, das war gut. Ja, gewonnen ist er noch nicht. Aber schauen wir mal. Und wir stehen, so wie es nach dem Stich aussieht, 2 zu 2. Dann ist es meist so gut wie gewonnen. Schneider, oder? 6. Ne, 31. Naja, kriege ich nicht anders hin. Achtzehn für einen Buben im Skat. Oh je. Das kann teuer werden. 14, 25, 36. Das genau halt, es ist genau der Grang ohne 4, ja, auf 61. Das ist natürlich brutal, wenn der verloren geht. Ja, steigen wir mit der 10. Glaube, ich spiele erst den. Hat man auch eine Mini-Chance, irgendwie Kreuz 10 im Endspiel zu ersteigern, aber Mini-Chance. Falls Pik Ass abgestochen wird, meine ich. Sonst wirst du eingespielt und Karo muss selber antreten. Er überlegt so lange, dass ich irgendwie Sorge habe, dass er wirklich eine Farbe frei ist. Ja, deswegen sind solche Grangs ohne 4 in der Mannschaft immer kompliziert. Dann sollte der auch laufen. Wenn du den verlierst, kannst du kaum aufholen, ne?
Können die roten Farben hier rausnehmen. Wir stehen, es ist alles knapp. Deswegen reize ich den mal. Es ist alles knapp. Ich würde den gern nicht reizen. Das war Minimalfindung. Wir könnten die beiden zum Null drücken. Fände ich okay. Können einfach die beiden zum Kreuz drücken und hoffen, dass irgendwie Trumpf 3-3 und sie sich so ein bisschen austricksen. Ja, gefällt mir fast ein bisschen besser. Der Null ist wirklich sehr. Wir müssen hier auf Trumpf 3-3 hoffen und dass sie sich in den Nebenfarben so ein bisschen austricksen. Natürlich will ich nicht, dass Pik auf den Tisch kommt. Das ist klar. Ich bin jetzt oben, unten. Hoffen, dass Trumpf 3-3 steht. Da steht es leider nicht. Dann ist vielleicht doch besser Pik zurück, aber ich glaube, dann gewinnen sie auch. Kommt die Ladung Herz 10 rein auf Pik 10. Wird wahrscheinlich ähnlich verloren gehen. So sah ich jetzt noch die besten Chancen. Oben, unten. Und du hast natürlich noch die Zusatzchance, wenn Trumpf 4-2 steht, dass der Pik Bube blank ist. Ich glaube, es ist schon okay, so zu spielen. Aufspiel, Aufschlag ist ein bisschen schwierig hier. Okay. Die 10 könnte auch gedrückt sein. Na, wir haben, glaube ich, genug. So, ich trage mal gerade ein. 4, 3, 4. 6, 2, 8, 3, 18. Und zeige euch mal, wie es steht. Extrem eng. Wir sind gerade so in Führung mit ja, 60 Punkten oder so. Also alles noch. Tatsächlich, 3 Punkte sind noch drin und man kann auch auf einem Punkt enden, wenn man Pech hat. Also alles eine knappe Nummer. Ja, ist die Frage, ob man hier den Herz Hand nimmt, ne? In Hinterhand ist er noch ein bisschen besser, aber ich finde ihn doch einen Tick zu schwach. Ja, mit Pik und Herz könnte es interessant werden.
Die brauchen wir zum Rüberschieben noch. Oder der Ass 10 im Pik gedrückt einfach. Neunzehn, 23. Wenn Ass 10 Pik gedrückt hat, können wir eh nicht gewinnen. Kann eigentlich nur durch einen Fehler gewinnen, wenn er auf Karo noch einen Pik abträgt. Würde er auch nicht machen, glaube ich. Ja, okay. Er hat einfach von oben gespielt. Da war ja eh nichts möglich. Das könnte zum Grang mutieren. So ist es. Wirklich extrem eng. Martin hat gerade aktualisiert. Wie ihr seht, ist alles im Bereich von 150 Punkten so ungefähr. Wahnsinn. Wahnsinnsknapp. So, wenn wir abwerfen, haben sie 18, dann kommen sie zu leicht raus. Ich glaube, wir müssen erstmal stechen. Wir hoffen, dass nicht kein Voller geladen wird. Ja, schade. Dann werden sie wohl meistens rauskommen. Man kann übrigens auch stechen und erst Karo König ziehen. Vielleicht eher der Weg zum Schneider. Naja, wer weiß. So, was war passiert? Das sieht nach Schneider aus, ne? 14. Passe, passe. Ah, wenn der 0 ein bisschen stärker wäre, der 0-Ansatz, aber so gebe ich ihn auch rein. Was liegt? Ass 10. Wird auch nicht viel stärker, glaube ich. Na, Herr Zenz, wo hängt's? Wo hängt's, Herr Zenz? Zensen hängen. Zeig euch mal, ne, zeige ich euch, wenn ich strage nach Spiel 24 ein, dann zeige ich euch den aktuellen Stand. Gut, ist für euch auch gar nicht so spannend, ihr guckt's ja im Nachhinein. Ihr seht es vielleicht, ich weiß nicht, ob Martin das im Stream einblendet oder so. Seht ihr es auch?
jeden Fall sind wir vor Schönecken aktuell. Was schon mal gut ist. Also es würde fast schon reichen, wenn wir am Ende vor denen sind. Das ist keine Karte. Anhand. Nee, er guckt drin. Und 5 Trumpf anscheinend. Muss ich Kreuz spielen. Achso, ja, ist ja der alte noch draußen. So keine Trümpfe mehr drauf. Doch, war noch ein Trumpf draußen. Warum zieht er den denn eigentlich? Hä? Okay, jetzt sind keine Trümpfe mehr draußen. Ich habe irgendwie offensichtlich 2 Trümpfe vergessen. Warum spielt er ihn denn einen Trumpf ein? Er kann auch Pik spielen, hat er die 10? Ich weiß nicht. Der dadurch jetzt einen Trumpfstich aufgegeben, wo mein Karo Ass reinkommt sonst. Kann ja eigentlich nicht so richtig sein, ne? Lieber Pik anspielen, auch wenn er dann auf die 10 schneidet, gewinnt er dann wahrscheinlich trotzdem, aber... Ja, die Karten werden aber auf jeden Fall mit Bedacht gelegt hier. Nur 17. Und Chaos. Direkt aufgegeben, okay. Hat er nur 2 Karoluschen noch gehabt, oder was? Naja. So, was ist das? 0. So, nach dem Spiel aktualisiere ich die Tabelle und zeige sie euch. Thomas hat lange schon kein Update mehr geschrieben. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was da los ist, aber wird er auch nicht noch machen demnächst. Und könnten hier vielleicht lieber Herz spielen, um die 10 frei zu spielen. Beim Partner. Nur noch die 7 haben. Ich glaube, wir spielen erstmal Karo lieber. Ja gut, dann wäre es doch natürlich besser gewesen, erst die Ass zwischen zu ziehen.
Gewinn tun wir auch nicht. So, ich trage mal ein, 596. Vielleicht hätte ich das Spiel abwarten sollen noch. 52, 52. Bei 24. Ja, das sieht doch jetzt aktuell besser aus. Thomas hat auch gerade. Nee, Thomas hat nicht geupdatet. Also wissen wir es noch nicht genau, aber ohne Thomas neuesten Stand sieht es im Moment ganz gut aus. Nach dem Spiel ja sowieso. Noch ein Ass für den Grang gefunden. Das ist gut. Ohne Gegenreizung stelle ich mir, glaube ich, hier auch das Ass blank. Dass das mal abgestochen wird, ist nahezu unmöglich. So, jetzt mit der 10 steigen. Hätte ich den Bauerntrick spielen müssen jetzt am Ende. Na egal. Erst die neuen Spielen getroffen, dass er verkackt. Nicht schnell genug reagiert. Ich glaube, weil wir den alten haben, sagen wir hier mal 18. Das ist natürlich kein starker Ansatz, aber man verliert halt nicht so viele Punkte, wenn man eins verliert hier. Und man kann natürlich mit einem Ass riesig reinfinden. Gut, das war jetzt nicht riesig reingefunden. Für den Peak spielen. Na, wir spielen, glaube ich, den Karo und hoffen, dass wir irgendwie als Ass kriegen und eine 10 hochgespielt. Reicht so. Na, vielleicht sollte man sich die 18 hier lieber klemmen. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch retroaktiv gedacht. Der Skat war natürlich jetzt auch wirklich nicht das Rosarote vom Ei. 28, das ist schon mal gut. Da noch zwei Trümpfe. So, 61, oder? Sehr schön. So, Marco ist kurz vor Schluss. Es wird extrem eng. Thomas hat jetzt auch nochmal aktualisiert. Martin ist durch, hat seinen Tisch gewonnen. Aber wie ihr seht, im Moment Platz 3 noch vor uns. War schon wichtig, den gerade nicht zu verlieren hier. Karo. Den nicht noch abstechen können jetzt. Ein Kreuz da. Er hat kein Kreuz mehr, dann kann ich natürlich abstechen. So, ich aktualisiere sie auch mal ein bisschen häufiger. Jetzt sind wir wieder leicht vorn.
Also ich zeige das euch auch mal. Also vor schönen Ecken haben wir jetzt einen ganz guten Vorsprung, das ist schon mal gut. Und ja, alles Weitere müssen wir gegen Platz 3 jetzt ausfechten. Ein Spiel hinter uns, ja, das reizt sich natürlich nicht so gern. Jetzt kann gern der Zenz spielen immer. Sehr gut. Na, vielleicht können wir auch einen drehen, wenn beide Kreuz gereizt haben. Nullouvert, Blank 9. Dann gewinnen wir den. Das ist angenehm. Gut, die waren eh so weit weg, dass es jetzt kein Big Point ist. Wenn Wiesemann den verloren hätte, dann wäre es ein Big Point gewesen. 18, sage ich mal. Natürlich auch hier sehr tot finden, zwei Kreuzluschen oder sowas. So, Quantus ist durch. Eieiei. Ja, fast tot gefunden, leider. Hätte ich den wohl lieber nicht reizen sollen, mal wieder. Eieiei. 7. Das sieht schlecht aus. Das ging dann leider nicht mehr zu lösen. Das ist natürlich schlecht. Das muss ich gleich eintragen. Damit sind wir jetzt 3 Punkte hinter Platz 3. Unglaublich. Unglaublich eng. Aber angepasst worden. Dann bitte einmal Karo 10 im Skat. 10. Ah, ist leider noch kein Grang. Ja, lieber den König genommen. Wir verstehen gut.
So, Führung wieder übernommen. Ich trage jetzt nach jedem Spiel ein, damit Thomas auch weiß, was Phase ist. Also zwei Punkte haben wir quasi sicher, das ist schon mal gut. Und auch vor schönen Ecken ist auch gut. Aber drei wäre natürlich besser, um einen guten Ausgangspunkt für den letzten Spieltag. Nochmal eng geworden sogar. Ja, wenn der noch ein paar dicke Spiele bekommt, Platz 2, dann haben die auch noch Chancen mitzureden. Tatsächlich, die ganz knappen kann ich jetzt erstmal nicht reizen. Ich hoffe noch auf ein Update von Thomas. Jetzt kommt Wiesemann ran, ne? Müssen wir. Ah, ist nicht gut, ne? Da hofft man jetzt, dass er einen verliert, aber meine Karte sieht jetzt noch nicht danach aus. Mal sehen. Auch Kreuz gereizt. Hat vielleicht nur über 0 gehoben, wirklich. Der war auch noch teuer, leider. Haben sie wieder die Führung. Passt, passt. Ich zeige euch mal, wie es steht. Die haben jetzt 127 Vorsprung. Thomas hat noch 7 Spiele. Also ist schon noch okay. Aber die Karte jetzt bei Passe, Passe soll die wahrscheinlich trotzdem reingehen. Nach unten können wir ja nichts mehr, kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Naja, theoretisch schön 500 Punkte bei noch zwei Leuten, die spielen. Ist theoretisch machbar, aber selten. Ich glaube, ich gehe rein in die Karte. Das war sehr gut. Neunundfünfzig, denke ich. Ah, noch sind wir leicht hinten. Es hängt dann an Thomas, das Schiff nach oben zu drehen. Im Moment, ich weiß nicht, ob Thomas Punktestand aktuell ist, aber ansonsten im Moment 47 Punkte. Aber nicht reizen, glaube ich. Wiesemann hat leider schon gereizt. Ja, wenn Sens weiß, wie es um sie steht, dann kann er jetzt natürlich auch alles passen. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, er bietet ihm noch die Stirn.
Das ist schon mal gut. Am Ende muss Thomas dann wahrscheinlich die Sache ritzen, es sei denn, er ist irgendwie schon durch. Das Spiel ist jetzt nicht von so großer Relevanz, weil auch wenn sie, wenn er es gewinnt, verliert, ist irgendwie total egal. Es sei denn, an Thomas Tisch kommen jetzt irgendwie Platz 2 nochmal mit 400 Punkten. 6 Trümpfe anscheinend. 16. Ja, letztes Spiel, jetzt nochmal einen dicken Grang, um vorbeizukommen. Ne, leider nicht. So, Thomas hat aktualisiert, Spiel 31. Hier sind noch 47 vor. Das heißt, ja, und er kriegt leider noch ein Spiel im letzten. Das heißt, Thomas muss durchpowern. Werde ich auch gleich mal im Chat schreiben. Wir hoffen, dass wir aus dem Schneider kommen. Die 24 Punkte könnten entscheidend sein. Haben wir gar nichts mehr. Okay. Ach, ist ja noch ein Spiel. Aber der war leider trotzdem ein bisschen teuer. Den kann ich nicht nehmen. Lieber auf Thomas hoffen. Na, mit einem Trumpf vielleicht lieber nicht. Okay. Nimm raus, Schneider frei. Na gut. Okay, Thomas muss jetzt ordentlich Punkte machen. Na gut, GW, sage ich. Da hat er nochmal gut am Ende Spiele bekommen. Ja, ich, wenn ich den weglasse, hier sieht es schon deutlich besser aus. Ne? Da muss Thomas jetzt nur 200 machen. So, ich zeige es mal. Hätten wir hier noch 1400, muss er noch 250 machen. Naja, schauen wir mal. Drücken wir mal die Daumen, dass Thomas das vielleicht am Ende noch schafft. Hier 350 Punkte in 4 Spielen ist natürlich auch viel gewollt, aber vielleicht verliert ja Platz 3 da noch ein. Ansonsten haben wir wahrscheinlich 2 Punkte. Und das ist ja auch gut. Okay, ich verabschiede mich. Macht's gut und tschüss.